So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, eine durchweg positive und supergeile Folge, die wir da erleben durften. Mit dem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim, gegen den Tabellenzweiten. Und in der Europa League gab's auch noch ein 2-1 gegen Trondheim. Sprich, es sieht Stand jetzt richtig, richtig gut aus. Und ich zeige euch mal eben schnell den Kalender, wie es soweit aussieht, was die nächsten Wochen bringen. Nämlich heute das Spiel gegen Frankfurt, das wir simulieren werden, zu Hause im Borussia-Park. Und dann kommt der BVB vor. Dann geht's ab nach Dortmund. Das wird ein richtig geiler Hammer, Freunde. Ihr seht's, Dortmund auf Rang 6. Auch die Frankfurter gut mit dabei. Aber wir haben ja abgesprochen, dass wir immer wieder was simulieren wollen. Von dem her gibt's heute den Kick gegen Dortmund. Und ich hoffe einfach, wenn wir die beiden, oder dass wir die beiden Spiele gewinnen. Denn wenn wir das schaffen, ihr seht's an der Tabelle, dann werden wir schon ein ganz schönes Stückchen nach oben rutschen. Wäre das genial. In dem Sinne, wenn euch die Folge gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben dalassen. Richtig geiles Feedback unter dem letzten Part, von dem her. Chapeau, Freunde, Hut ab an euch. Die Folge bzw. allgemein die Serie mit Gladbach, die Karriere kommt richtig, richtig genial an. Danke, danke, danke. Und in dem Sinn würde ich sagen, gehen wir es an. Es gab ja noch ein paar Änderungen für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht mitbekommen hat. Raphael ist verletzt, allerdings habe ich es leider zu schnell weggeklickt in der letzten Folge, weil da die Nachricht so ein bisschen unter den ganzen Standardnachrichten untergegangen ist. Und dann dachte ich mir, die ist nicht wichtig und dann war die weg. Und jetzt wissen wir nicht, wie lange Raphael verletzt ist. Ist ein bisschen blöd, aber halb so wild. Hahn ist mit einer guten Form dabei, ist auch der Mann, der sich da am besten anbietet. Auf der ZOM-Position. Traoré wurde noch vorgeschlagen, aber sehe ich er nicht. Dann eher doch ein Hahn. In dem Sinne, gehen wir es an. Simulieren gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und es heißt ganz, ganz stark Daumen drücken. Gegen Bayern unentschieden, gegen Hannover unentschieden. Und zuvor eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Das ist die Bilanz der Frankfurter in den letzten Spielen. Schalke Wolfsburg 1-1. Cutlets gegen seinen Ex-Club. Mit dem Treffer, der zweite Saisontreffer für Vaclav Cutlets. Und Cutlets legt nach. Cutlets zerstört Frankfurt. Was eine Headline, was eine Überschrift, die wir da morgen im Kicker lesen, Freunde. Mein Lieber. Und jetzt darf er raus, der Cutlets. Und dann verletzt sich Traoré 5 Minuten nach der Einwechslung. Und scheinbar auch zu Null. Ja, wunderbar. Cutlets mit dem Doppelpack gegen seinen Ex-Verein. Also wahrscheinlich das beste Spiel, das er bis dato abgeliefert hat. Wir können ihn ja mal schnell reinschauen, wenn ihr wollt, in die Spielerstatistik, wie es da soweit aussieht in der Fußball-Bundesliga. Lewandowski mit 9 Toren, der Torjäger Nummer 1, gefolgt von Mimidi, von Valdez bei den Frankfurter, dann Thomas Müller, Jiracek, Olic, Okazaki. Wir schauen mal rein. Mann, kommt der erste Gladbacher, da ist er. Raphael, ist es Raphael mit rein? Freunde, krass. Dann ist es Cutlets mit rein und dann kommt, ja, dann kommt wieder Raphael, Freunde. Also nur die beiden. Schauen wir hier rein, deutscher Pokal, ob wir da ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich glaube, da kommen wir einfach mal gar nicht. So schaut's aus. Champions League. Yaya Touré mit 4. Ronaldo, Musa, Aguero, Oscar, Susaeta, Müller, Ibrahimovic. Das sind Namen, die wollen wir in der nächsten Saison als Gegner auf dem Papier stehen haben. Da wollen wir hin in die Champions League. Von dem her heißt es heute Gas geben gegen den BVB. Einem absoluten Kracher. Ohne Scheiß, Freunde. Ich freue mich riesig drauf, das Ding anzugehen. Und da hoffentlich, wie gesagt, die 3 Punkte mitzunehmen. Wir gehen rein ins Büro. 8 neue Nachrichten. Spieler verletzt. 3 Tage Traoré. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir gerade ein bisschen egal. Der wird eh nicht spielen. Und wir loben unsere Jungs. 3 Siege zuletzt am Stück. Davor, was heißt unglückliche Niederlage. Da haben wir uns einfach ein bisschen angestellt. Aber haben trotzdem keine schlechte Partie geliefert gegen die Bayern. Also das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, Raphael fühlt sich wieder fit. Und er möchte, dass er die Position vom Lappa sehr viel besser ausfüllen könnte. Das glaube ich eher nicht da vorne im Sturm. Möchte ich dich nämlich gar nicht sehen. Frage ist, wie spielen wir gegen Dortmund? Wir nehmen den Raphael natürlich auf jeden Fall mal mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir nehmen auch einen Johnson mit. Boah, aber es ist schwierig. Es ist enorm schwierig, Freunde. Wir haben eigentlich eine durchweg gute Mannschaft. Ich würde sagen, wir bleiben dabei. Wir bleiben bei der Aufstellung. Das Einzige, was sich ändert, ist Hahn auf der 10 für den Raphael. Das traue ich mich noch nicht ganz. Und in dem Sinn gehen wir es jetzt auch an. Gegen Borussia Dortmund, Freunde. Die zwei Borussen gegeneinander. Ja, hör mir auf. Wir im Auswärtstrikot gegen Reus, gegen den Ex-Kollegen. Und scheinbar auf Schnee. Und scheinbar auf Schnee. Oh, das ist natürlich so ein bisschen beschissen. Aber das kann im Januar bzw. im Februar, wo wir momentan sind, natürlich vorkommen. Ganz logisch. So, den halt mal. Bam! Und den halt mal wirklich. Gehen wir es an. Vereiste, verschneite Verhältnisse. Bisschen blöd für die Augen, aber da müssen wir durch. Das geht den Spielern genauso wie uns. Dortmund, der Tabellensechste gegen Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, wir sind momentan auf Rang 9. Da ist er, Marco Reus, der Ex-Borussia, der Ex-Gladbacher. Jetzt also im Dress der Gelben und in dem Sinn gehen wir es an. Wahrscheinlich vor einer bombastischen Kulisse, Freunde. Die werden wir jetzt dann schon zu spüren bekommen, beziehungsweise hören. Ich freue mich riesig. Was ein Kracher. Und wie gesagt, bitte, bitte, lieber Fußballgott, schenk uns heute die 3 Punkte. Es wäre
ein Traum vom Allerfeinsten. Da ist gleich mal Penil Mlappa, spielt den mit der Hacke zurück, macht er gut. Xhaka mit einer super Übersicht, aber was macht denn unser Mann dann? Aber kriegt den trotzdem noch, oder? Nicht ganz, wäre allerdings der Schnellere gewesen. So, heute heißt es, mega konzentrieren, aber mega konzentrieren. Und ich sag's nochmal, diese drei Punkte mitnehmen. Dortmund in der Anfangsphase hier mit relativ ungewohnt vielen Fehlpässen. Hermann mit der super Übersicht. Oh, und dann kommen wir leider nicht im Zweikampf gegen die Gelben an. Da ist Bendtner. Bender natürlich, Freunde. Ich glaube, Lord Bendtner holt Dortmund nicht so schnell. Blaschikowski. Langer Ball und der ist auch noch super. Und der kommt auch noch an. Und der kommt auch noch an bei Marco Reus. Und die Riesenchance für Ciro Immobile, glaube ich, war es da vorne, der wahrscheinlich von Beginn an kicken wird. Ganz tief durchschnaufen. Keiner rennt hin. Reus. Dortmund erstmals mit der kleinen Angriffswelle. Mein Lieber, Reus wieder über rechts. Bitte mach's nicht so, lieber FIFA-Gott. Nachdem ja Katletz gegen Frankfurt gegen seinen Ex-Verein doppelt getroffen hat, bitte heute nicht Reus doppelt gegen seinen Ex-Verein. Das wäre enorm bitter. Flanke in die Mitte. Huiuiui, Ciro Immobile. Zweite gute Aktion, Außenpfosten. Wer rettet uns da? Der bewahrt uns vom 0-1 Rückstand. Meine Güte, ganz tief durchschnaufen. Gündogan. Aufpassen, da ist wieder Immobile nach unten gelegt. Dortmund ist so ein bisschen wütend, so kommt es einem vor. Macht enorm viel Druck gerade in dieser Phase. Kagawa durchgesteckt, kein Abseits. Reus, Marco. Reus und Sommer ist da. Ohne Scheiß, Dortmund hätte, man muss es so deutlich sagen, alleine wenn sie die Chancen nutzen, schon 3 Buden machen können. 2 würde ich sogar sagen, machen müssen. Also ganz ehrlich, Freunde, wir müssen ein bisschen mehr tun, beziehungsweise wir müssen irgendwie diese Dortmunder in Schach halten. Das ist natürlich schwierig bei der Qualität, die die mit auf den Platz bringen. Blaschikowski zurückgelegt. Flanke in die Mitte, den haben wir jetzt aber. Der ist weg, oder? Der ist weg. Und abseits. Was noch dazu? Gellendes Pfeifkonzert. Ja, hier ist kräftig Stimmung in Dortmund. Immer eine Reise wert. Ich war leider noch nie da. Aber was man so aus den Medien mitbekommt, was man in der Sportschau sieht, muss das schon brutal sein. Geht's unbedingt. Auch mein Freunde, das ist versprochen. Und wenn ich da bin, mache ich ein Video. So, Katletz. Schlechter Ball, der hätte da gar nicht hingesollt. Katletz, wie gesagt, zuletzt ja mit einer bombastischen Vorstellung gegen seinen Ex-Verein Doppelpack erzielt. Uns zum Sieg geschossen, mehr oder weniger alleine. Wir haben ja nur das simulierte Spiel gesehen gerade. Sprich, wissen gar nicht, wie er so noch gespielt hat, aber schlecht wird's wohl nicht gewesen sein. Durchgechippt, so. Kopfball gewinnen, wunderbar. Und jetzt vielleicht mal kontern. Bis dato noch nichts, aber auch gar nichts von uns, von den Männern in grün zu sehen. Hermann schiebt ein bisschen. Hermann rübergelegt, da ist Hahn. Und dann ist er drin. Aus dem Nichts, 1-0. Gladbach führt in Dortmund. Ja, Bratmier nennen. Was sagt man, den Frosch, den Storch? Nen Storch, Bratmier. Meine Güte, da macht der Hahn das 1-0. Wieder Hahn. Wieder André Hahn, dritter Treffer, ich glaube in den letzten 3 Spielen, alle 3 erzielt. Ja, mein lieber Gesangsverein, Freunde, jetzt geht's aber rund und das ist wirklich ein bisschen überraschend. Dortmund mit 200-prozentigen Chancen und dann machen wir genau mal das, was bis dato bei uns immer vermisst wird, nämlich eine super Chancenauswertung und machen die Bude. Und vielleicht geht der jetzt noch mehr, Mlappa. Ah, kann den Ball sich leider nicht holen, aber macht's nochmal ruhig, das ist gut. Dominguez, oh mein Gott, war der schlecht. Kagawa. Und sowas kann tödlich sein. Shinji Kagawa nach oben gelegt. Gott sei Dank macht's Dortmund nicht wirklich schnell. Haben erstmal wieder die Zeit, uns da zu stellen. Kommen aber über Blaschikowski. Aufpassen. Gut gemacht. Also, ganz tief durchschnaufen. 46% unserer Pässe sind nur angekommen. Das ist ein unterirdischer Wert, Freunde. Das ist ein unterirdischer Wert. Aber bei einer Kombination hat es eben gepasst. Bei einem Konter. Und dann ist das Tor gefallen. So kann man das auch interpretieren. Auch so kann Fußball sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz. Penil Mlappa kriegt die Kulle. Penil Mlappa. Ich glaube, kein Abseits dürfte es gewesen sein. Noch nicht. Dominguez. Nicht unbedingt der Trippelkönig da. Ah, und dann sieht man es. Und dann komme ich da nicht durch. Schade. Dortmund kann wieder kommen. Lieber Gündogan. 38. Minute in Dortmund. Immer noch 1-0 die Führung für, ja, aus Sicht der Heimmannschaft, für die falsche Borussia. Aus unserer Sicht natürlich die absolut richtige. Und dann ist wieder Immobile da. Aber Janschke ist dazwischen, kann erstmal klären, gibt aber nochmal den Eckball. Subotic und Co. vorne mit drin. Die hohen Tiere wollen das Ding gewinnen, aber letztendlich holen wir uns erstmal den Kopfball. 3 Minuten noch.
Durchatmen, durchschnaufen, konzentrieren und vor allem durchhalten, Freunde. Das sind die, ja, Eigenschaften und das, was wir jetzt halt brauchen. Gut gemacht, Bender. Nicht mit der Flanke. 2 Minuten noch, Freunde. Drückt die Daumen. 60-40 Ballbesitz. Wobei, wie gesagt, das immer nicht wirklich aussagekräftig ist. In der Karriere bei mir habe ich immer wenig Ballbesitz oder weniger. Weil ich einfach nicht so der Spielertyp bin. Und das offline immer noch so ein bisschen mehr zur Geltung kommt als online, Freunde. Hahn. Hahn. Oh, wieso läuft denn da der andere nicht? Dann hätte ich den so schön schicken können. Die Lücke wäre da gewesen. Keine Ahnung, wer da gerade noch mit vorne war. Ob es Cutlets war. Schade, schade, schade. Dortmund kommt nochmal über Gündogan, über Marco Reus. Der legt ihn nochmal zurück. Wieder Ilkay Gündogan. Eieiei, Bender. Immobile. Bender. Da ist Błaszczykowski. Und dann haben wir den erstmal Hermann. Und dann war's das, Freunde. Also, nach 4 Minuten Nachspielzeit. Gehen wir rein in die Halbzeit und hört mal. Hört mal, was da los war. Bisschen Pfeifkonzert in Dortmund. Dortmund eh schon nur auf Rang 6 mit einer nicht wirklich perfekten Saison. Und ihr seht's, wir hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor. Na klar, das war natürlich ein Schuss, aber sonst nichts. Dortmund, die klar spielbestimmende Mannschaft. Wir müssten hier eigentlich 2-0 hinten liegen. Nee, verkehrte Welt. Es steht 1-0 für uns. Und damit sind wir so wunderbar zufrieden. So, da ist Xhaka. Xhaka, 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 das ist unglaublich. 47. Minute, der zweite Schuss, der zweite aufs Tor und der zweite, der drin ist. Und das macht der Granit Xhaka, aber sowas von fein. Lässt 2 Leute stehen, Sokratis und Schmelzer komplett verladen und Weidenfeller ohne Chance. Freunde, da oben steht's, da oben links, wir können selbst kaum glauben. 2-0 gegen den BVB in der Partie, die wir so dermaßen, was heißt schlecht, wir spielen's klug. Wir nutzen die Dinger, wir sind hinten trotzdem relativ sicher. Und das ist einfach so der Unterschied heute. Das ist der große Unterschied. Hermann. Hermann. Drüber gechippt. Kommt der Ball? Nee, Subotić kommt dazwischen. Also eine brutale Offensive, eine brutale Effektivität vor allem, die wir da heute an den Tag legen. Das ist schon gigantisch. Mlapa. Guter Ball. Hahn kommt erstmal durch. Hahn will den drüber chippen. Dann kommen wir auch hin, aber Subotić kann erstmal die Situation zumindest so halb bereinigen. So wirklich nicht, Freunde. So wirklich sicher sah das nicht aus. Kagawa nach vorne gelegt. Marco Reus sieht Immobile. Und Dortmund muss jetzt irgendwas tun. Dortmund muss jetzt hier irgendwie kommen. Die Frage ist, wie. Das ist natürlich auch für den Gegner hart. Schein übrigens drin jetzt für Bender. Das ist natürlich auch für den Gegner hart. Wenn du weißt, du machst dir, du ackerst, du hast die Chancen. Und der Gegner, er führt mit 2-0 nach 2 Möglichkeit. Na, das ist hart, aber das machen wir gut und das haben wir uns, man muss das so sagen, jetzt nach den Spielen, die wir bisher hatten, in der Saison auch mal verdient, oder? Was meint ihr? Dass wir da auch mal so ein bisschen Glück haben? Ganz klar. So, schöner Ball nach unten, haben wir ein bisschen Platz, haben wir viel Platz. Über Hermann, der zieht in die Mitte und dann bleibt er an Sokratis hängen. Ein Mann hat noch gefehlt, wenn wir da vorbeikommen, sage ich zu 99% oder zu 90%, sagen wir es mal so, klingelt es im Kasten der Dortmunder nochmal. So, aufpassen. Kommen wieder die Dortmunder über die linke Seite. 61. Minute. Die Flanke. Die haben wir nicht. Nein, das ist ja super gespielt. Schein. Oh mein Gott, spielt Dortmund das gerade stark raus. Aber wir können klären. Und wir können vor allem nochmal anschieben. Wird auch Zeit für Wechsel. Aber jetzt erstmal schauen. Cutlets. Chance zum 3-0. Cutlets. Cutlets. Sieht Penil. Mlapa. Mlapa. Boah. Der erste Schuss in dieser Partie von Gladbach, der daneben geht. So, wir gehen rein, wir wechseln, wir werden ein bisschen was tun. Ich bringe Ergota für... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich bringe ihn sogar für Cutlets und stelle Mlapa mal auf die linke Seite. Machen wir doch mal so. Raphael... wir sollen vor allem defensiv noch ein bisschen was tun. Kramer nehme ich raus. Und den einen Wechsel, den behalte ich mir erstmal. Den behalte ich erstmal, Freunde. Den machen wir vielleicht später. Also, super Aktion, der dritte Schuss in der Partie. Und Dortmund wechselt auch. Gar nicht gesehen, wer da gerade kommt. Vielleicht sehen wir es oben links nochmal. Ergota auf jeden Fall für Cutlets drin. Und Lapa auf der linken Seite. Nordweit. Nochmal da, um die Stabilität in der Defensive zu wahren, Freunde. Und Dzeko kommt rein für Immobile. Uiuiui. Hoffentlich ist Dzeko heute nicht gut drauf. So, auf. Weg, 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 weg. Kommt man nicht ganz hin. Schade. Błaszczykowski. Kagawa, das ist super gespielt. Edin Dzeko, wo will er da noch hin? Ich weiß es nicht. Flanke ist allerdings gut. Und wir können allerdings wieder die Situation, wollte ich sagen, bereinigen. Nächster.
1:2, der hochverdiente Anschlusstreffer. Gündogan, glaube ich. Ilkay Gündogan, dritter Treffer in dieser Saison. 20 Minuten noch zu gehen. Dortmund taut auf bei eisigen Bedingungen. Dominguez, schlechter Ball auf dem Lapa, der so nie und nimmer kommen kann. Hätte er viel besser spielen können. Kagawa in die Mitte gelegt. Dortmund jetzt so ein bisschen verärgert, so ein bisschen mit Bock das Ding zu drehen. So, wir gehen auch mal ein bisschen auf Defensiver. Will da nichts mehr riskieren. 75 Minuten sind gespielt. Komm, hoch den Schädel, Freunde. Sehr schön. Hahn, jawohl, im perfekten Moment gespielt, Hermann. Ich glaube, was abseits? Ja, Ergota im Abseits. Schade, bisschen zu spät den Pass gespielt. Sonst hätten wir da durchaus nochmal eine gute Aktion nach vorne starten können. Nächster Wechsel, Kevin Kampel. Neuzugang der Dortmunder kommt rein für Jakub Laschikowski. Da wird schon der Platz zu eng für den langen Namen. Also der Pole geht erstmal raus und Kampel in der Partie. Und wir schnaufen durch. Schmelzer, vorne ist Shinji Kagawa, kommt über die linke Seite. Kagawa mit der Flanke in die Mitte. Wir müssen aufpassen, die haben mit Dzeko jetzt da vor allem einen drin, der das brutal kann, der das richtig brutal kann. Kampel, schön gespielt. Und jetzt kriegen wir die Chance über Ergota, über Branimir Ergota. Ergota, es ist kein Foul, es ist kein Foul, brauchen wir nicht drüber reden. Piszczek, Ergota, und dann kommt er nicht hin. Eieiei, aber Ergota macht das auch so ein bisschen zu behäbig. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich genau treiben soll. Am Ende war es nicht die richtige Entscheidung. 81. Minute, Kopfballduell gewonnen, sehr schön. Ergota. Ergota, probiert's einfach mal. Gute Aktion, Weidenfeller letztendlich wieder dazwischen. Und er haut den Ball wahrscheinlich raus. So schaut's aus, 7 Minuten noch, 7 Minuten noch. Defensiv. Jetzt nochmal gut stehen. So ein bisschen für Entlastungsangriffe sorgen. Das haben wir bis dato geschafft. Das war gut. Dzeko, langer Ball nach vorne. Aber der war nix. Kein Problem für Sommer. Und jetzt schieben wir den Abwehrriegel vor. Jetzt heißt hier komplett alles verteidigen. Boah, der war ein bisschen risky. Aber alles am Ende gut gegangen. Mlapa sieht Ergota. Oh, der will da nochmal draufsteigen. Kommt nicht hin. Nochmal die Chance für Dortmund, hier anzuschieben. Marco Reus. Jawohl. Wieder gut dazwischen. Mlapa, gut rausgespielt. Hermann, stark. Stark von Hermann. So, nochmal alle Kräfte mobilisieren. Hermann. 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 Dann legt ein rüber. Mlapa mit dem 3:1. Der perfekte Konter. 90. Minute. Die grüne Borussia gewinnt dieses Duell. Ist das wichtig? Und der Ergota, der behält den Überblick. Und der Peni Mlapa mit seinem ersten Tor in der Bundesliga. Das kann gar nicht stimmen, glaube ich. Das kann, glaube ich, nicht stimmen. Wir haben schon so viele gemacht. Glaube ich nicht. Aber ich sage es jetzt einfach mal mit dem ersten Tor. Müssen wir dann vielleicht sogar mal nachschauen. Hat der echt erst sein erstes Tor? Ich weiß es nicht, Freunde. Gut, hat der jetzt eine Zeit lang wieder nicht gespielt. Jetzt erstmal aufpassen. Da ist Şahin. Da ist Şahin und dann ist Dominguez da. Und dann haben wir nochmal die Chance. Hahn. Ergota, Ball ist weg. Aber Freunde, wir fahren den nächsten Sieg ein. Wir sind in der super Verfassung. Wir sind die Mannschaft der Stunde. Zumindest weiß ich von keiner, die noch besser drauf ist als momentan wir. Es ist ein Traum. Es ist ein wahrer Traum. Wunder, wunderbar. Wir holen uns die nächsten Big Points. Gibt aber nochmal den Freistoß. Gibt's nochmal den Anschluss. Kevin Kampel, 90. Minute, den können wir doch klären, oder? Jawohl. Gibt aber auch nochmal die Ecke hier. Dortmund lässt nicht locker. Dortmund lässt nicht nach. Gibt hier noch nicht auf. Nächste Chance für den BVB. Flanke in die Mitte. Marco Reus. So, und Kopf auf der Linie. Ich wollte gerade sagen, der wird nicht mehr gefährlich. Stattdessen nochmal die Aktion. Und jetzt ist Feierabend. 3:1. Ein kleines Five-Konzert in Dortmund. Und wir holen uns die nächsten 3 Punkte. Und ihr seht, völligst, aber völligst unverdient. Gut, die 2 Schüsse und den einen aufs Tor, das stimmt nicht ganz. Also da haben wir schon ein paar mehr, aber recht viel mehr waren es nicht, Freunde. Dortmund hätte das heute normalerweise gewinnen müssen. Leverkusen mit dem 0:0 gegen Mainz. Mainz unser nächster Gegner und Nationaltrainer-Offerte von Südafrika, auch nicht schlecht, aber wie gesagt, da wollen wir erstmal nichts eingehen. So, wir schauen mal rein in die Tabelle, wie sieht's aus? Wir auf Rang 5, 21 Points, boah, und jetzt spielen wir gegen Mainz, es ist zwar nochmal ein Topspiel, aber ich glaube, ich werde simulieren an der Stelle sogar, Freunde, oder gegen wen, wir schauen mal, gegen wen wir so noch spielen. Gegen wen spielen wir so noch? Wolfsburg, Turin, Leverkusen, Berlin. Wolfsburg, Turin, Leverkusen, Berlin. Spielen wir daheim gegen Mainz? Ja, dann können wir mal wieder ein Heimspiel. Komm, wir simulieren das Spiel gegen die Mainzer jetzt noch, Freunde. Heimspiel gegen Mainz, gegen den Tabellenzweiten. Es tut mir leid, aber ich kann, wie gesagt, leider nicht alles spielen. Das geht rein zeitlich nicht. Und dann werden wir jetzt das simulieren. Hoffen wir, dass wir es gewinnen.
20 Minuten rum, 0-0 der Spielstand. Ist das spannend, Freunde. Hör mir auf. Korb mit Gelb. 1-0 Dominguez, 1-1 Noveski. Noch in der ersten Halbzeit gibt es hier ein Unentschieden. Das allererste Unentschieden in der Saison, Fragezeichen. Noch ist ein bisschen zu kicken. Und es gibt das Unentschieden. 1-1 heißt es am Ende zwischen Gladbach und Mainz. Ja, muss man mal mitnehmen mit so einem Ergebnis. Muss man dann mal mitnehmen, Freunde. Wir schauen mal rein in die Tabelle. Gehen nochmal schnell voran gegen Wolfsburg. Das nächste Spiel. Das wir wahrscheinlich spielen werden dann wieder. Ich denke, Wolfsburg werden wir spielen. Leverkusen werden wir auch spielen. Also, die Bayern mit 8. Jetzt ist auch endlich mal die Tabelle aussagekräftig. Prämie noch ohne Sieg. Aber kommen wir gleich zu. Ne, alle 12 Spiele. Bayern 28, Mainz 26, Leverkusen 25, Hoffenheim 25, wir mit 22, Wolfsburg mit 22. Und dann hinten Schalke mit 9 Punkten. Paderborn 7, Bremen 3. 0 Siege vom SV Werder Bremen. Ist das ein Brett, Freunde? Und wir auf einmal nur noch 6 Punkte hinter dem ersten, 4 hinter dem zweiten. Champions League Plätze. Sie rufen so ein bisschen. Sie rufen ganz, ganz stark. So, eine Nachricht haben wir noch, eine Pressekonferenz vorm Spiel gegen Wolfsburg. Auch ein absolutes Topspiel, das ansteht. Deswegen verunsichern wir die Wölfe nochmal. Und in dem Sinn würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin erstmal raus. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.